2017 war ein großartiges erstes Spielejahr für die noch recht junge Nintendo Switch. Nintendo selbst haute seit März regelmäßig First-Party-Highlights raus, doch auch die Dritthersteller ließen sich nicht lumpen und füllten die Lücken bis Weihnachten. Im Video stellen wir euch die 5 besten Switch-Spiele des Jahres vor, geordnet nach der GamePro-Testwertung. Los geht's mit dem 5. Platz, den sich NBA 2K18 verdient hat. Das Basketballspiel liefert eine noch bessere Spielmechanik als im Vorgänger und darüber hinaus eine riesige Masse an spielbaren Teams und unterschiedlichen Spielmodi. Zwar nervt die zu große Hubwelt und die damit verbundenen Laufwege in der Karriere ein bisschen, da auf der Switch aber auch die Grafik überzeugt, ist NBA 2K18 das fast perfekte Sportspiel geworden und hat in unserem Test völlig verdient 90 Punkte bekommen. Den 4. Platz in unserer Top-Liste konnte sich Xenoblade Chronicles 2 mit einer Testwertung von 90 Punkten schnappen. Das JRPG ist gigantisch groß und ungeheuer komplex, weswegen ihr euch auf einen sehr zähen Einstieg gefasst machen müsst. Hat sich das vielseitige Kampfsystem aber nach 10 bis 15 Stunden erstmal richtig entfaltet, erwartet euch ein enorm fesselndes Abenteuer mit einer packenden Story, tollen Charakteren und einer beeindruckenden Präsentation. Es ist tatsächlich ein kleines Wunderwerk, JRPG-Fans müssen hier zuschlagen. Auf Platz Nummer 3 dreht fröhlich Mario Kart 8 Deluxe mit einer 92er GamePro-Wertung seine Runden. Das Wörtchen Deluxe im Titel steht für das Gesamtpaket von Mario Kart 8, denn die Switch-Version beinhaltet alle bislang veröffentlichten DLC-Pakete. Somit kommt das Rennspiel nun auf insgesamt 48 Strecken und 42 spielbare Charaktere. Außerdem ist der Schlachtenmodus wieder mit von der Partie, ihr könnt nun 2 Items gleichzeitig tragen und dank zusätzlicher Turbo-Driftstufe noch schneller durch die Kurven rasen. Alle Inhalte stehen sofort zur Verfügung und müssen nicht freigespielt werden, ihr könnt euch also direkt ein paar Kumpels schnappen und losdüsen. Wer einen Multiplayer-Titel auf der Switch sucht, wird mit Mario Kart 8 Deluxe auf jeden Fall glücklich. Zelda Breath of the Wild hat es sich auf dem 2. Platz unserer Top 5 gemütlich gemacht. Das Action-Adventure ist der große Launch-Titel für die Switch gewesen und gehört mit einer Testwertung von 94 Punkten zu den bestbewertetsten Spielen der GamePro-Geschichte. Und zwar völlig verdient, denn Links neues Abenteuer ist umfangreich, spannend und sowohl optisch als auch spielerisch beeindruckend. Dabei spielt es übrigens keine Rolle, ob ihr Zelda-Fan seid oder zum ersten Mal einen Teil der Serie spielt. Breath of the Wild bietet eine der glaubwürdigsten und packendsten Open Worlds, die wir je gesehen haben. Das Erkunden, Kämpfen und Rätseln macht von der ersten Sekunde an Spaß und lässt euch so schnell nicht mehr los. Und damit kommen wir zum 1. Platz. Mit satten 95 Punkten in unserem Test ist Super Mario Odyssey das beste Nintendo Switch-Spiel des Jahres 2017. Das Jump'n'Run ist ein einziger gute Laune Abenteuerspielplatz und scheucht euch durch über 10 abwechslungsreiche Welten. Es ist erstaunlich, wie viele kreative Ideen Nintendo nach über 30 Jahren Seriengeschichte noch aus dem Arm schüttelt. Der große Gameplay-Clou ist diesmal nämlich Marios Kappe Cappy, mit der ihr Gegner übernehmen oder mit der Umgebung interagieren könnt. Super Mario Odyssey ist ein absolutes Ausnahmespiel und wenn es nur ein einziges Game gibt, das ihr euch für die Nintendo Switch kaufen solltet, dann ist es dieses. Hut ab, Nintendo!